Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge von Schoki-Banuki Daily. Eure tägliche Dosis Angeberwissen. Ja, das hast du richtig gesagt. Ja, und zwar ohne fast zu nuscheln. Ja, fast. Ja, ich bin der Sashi und das ist der Pujan und wir reden heute über den 25. Juni. Bam! Heute ist der 25. Juni und heute haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind, das leider nicht mehr unter uns weilt, aber es ist George Michael. Hat heute Geburtstag, ist geboren 1963. Grüße in die Gruft! George, genau. Ja, George Michael, bekannt als Wham. Als Wah. War ja die andere, ja, waren ja zwei. Genau. Und hat er zum Beispiel diesen Dauerbrenner Last Christmas, der uns jedes Jahr nervt, hat er ja gemacht. Wann läuft das Lied? Immer zu Ostern. Und hat ganz viele andere Lieder. Ach, komm hier. I want your sex. My sex. Und die anderen auch. I want your food. I want your car. Ja, der I wollte, want your swimming wollte. I nur, want your wife. I want your money. Was der alles wollte. Genau. 25. Juni. Also zeig doch erstmal den George. Komm mal, du vergisst immer hier. Josh. Das ist George, genau. Da ist er. Aber am 25. Juni war noch was anderes. Jetzt, wusstest jetzt du, spiel ich den Ball du zu eigentlich, dass aber er will nicht wusstest haben. Du eigentlich, dass er ein Glatzkopf war? Was will er? Ja, das hat der Visagist jedes Mal hinbekommen. Deshalb musste er vorher zwei Stunden in die Maske und erzählen. Uff. Erzählen wir, genau. Wischmopp. Ja. Was war noch am 25. Juni? Ja, was soll ich sagen? Ja, weiß ich nicht. Du hast doch den. Die Teil. Partisanen. 1991, Kroatien und Slowenien proklamieren ihre Unabhängigkeit. Das führt zum Krieg mit dem Rest Jugoslawiens. Ja. Das war am 25. Juni. Genau. Am 25. Juni. Ganz kurz. Ja, was ist denn der Rest von Jugoslawien? Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Serbien. War's das? Ja. Ha! Siehste? Applaus. Nicht schlecht für so einen kleinen Grillteller. Ja. Seitdem darf man übrigens nicht mal sagen, ich möchte jugoslawisch essen gehen. Muss ich entscheiden. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was es wo gibt. Mein Pleskavica oder mein Dutschefreis oder weißt du, was ich meine? Pleskavica, was ist das? Pleskavica, das sind diese Schweinefilet am Spieß. Mm, ich kenne nur Chivapcici und Kruschkowatz und Slivovitz. Das gab es aber nicht auf dem Grillteller. Und Dobardan. Gesundheit. So, was gab es denn noch am 25. Juni? Am 25. Juni ist Tag der Seefahrer. Ja. Ja, hier sehen wir... Nach so vielen Weinfässern wären wir auch ja. Zu See gefahren. Ja, wie heißt das? 1000 Fässer Wein können mir nicht gefährlich sein. Ist ja egal. Jedenfalls Tag der Seefahrer ist heute. Ich sage allen Seefahrern schöne Grüße. An die Füße. Richtig, genau. Ja. Am 25. Kennst du eigentlich einen Seefahrer? Boah, jedes ein Mal selber. Was denn? Ich frage halt mal. Berühmten Seefahrer? Ja, Columbus. Columbo. Nee, Columbus. So. Also Mischmasch erst. Ne? Ja. Noch weiter? Columbo. Weitere Seefahrer? Ja, ich muss aber erstmal. Ich möchte einen Dolch haben. Was denn noch für Seefahrer? Na? Vasco da Gama vielleicht? Marco ja. Polo vielleicht? Und der von der Bounty da, der? Marlon Brando. Snickers? Siehst du? Marlon Brando ist ein berühmter Seefahrer gewesen. Was kennst du nur für Piraten? Captain Hook! Da, guck, jetzt guckst du Blade. Weiter? Ne? Captain Blaubeer? Captain Blaubeer ist auch ein berühmter Seefahrer. Und, sowas, ne? Sowas, gut, ich rette dich jetzt mal. Am 25. Juni 1975 hat der südafrikanische Staat Mosambik seine Unabhängigkeit erlangt. Nach 500 Jahren portugiesischer Herrschaft, die Portugiesen waren nämlich mal eine Weltmacht, eine Seeweltmacht, hissen Soldaten der Befreiungsbewegung Frelimo in der Hauptstadt Maputo die neue Landesflagge. Ja, Maputo? Maputo? Weißt Maputo. Du eigentlich, was Maputo erinnert mich an Caputo. Caputo, ja, Bud Spencer Film. Ja, ja, und zwar, welcher Film? Zuerst? Plattfuß? Plattfuß in Afrika. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Ja. Ja, gut. Wer kann, ne? Ja. Das war wieder Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Pujan und mit mir. Ich bin der Sashi. Morgen ist wieder eine neue Folge am Start. Und da sehen wir uns. Cheerio, Miss Sophie.